sagen, wenn man mal ganz kurz auf die Premiere schaut in Neunkirchen, die Leute waren begeistert, ne? Die Leute waren sehr begeistert. Es gab Standing Ovations. Wir sind danach noch sehr viel mit den Leuten ins Gespräch gekommen, weil wir auch dieses spezielle Außenrum-Konzept bei Intensivtheater haben, wo das Stück nicht erst auf der Bühne beginnt, sondern bereits im Foyer. Genau, das wäre auch meine nächste Frage an den Tim. Das war ja auch bei Jesus Christ schon so gewesen, dass ihr das Publikum doch schon vom Betreten des Theaters, der Halle, mit einbezieht in das Stück. Wie läuft das ab? Wir nennen das Theater für alle Sinne, also wir überlegen uns für jeden Sinn eine Aktion, eine Handlung und wir arbeiten zum Beispiel mit Gerüchen, es gibt etwas zu essen und wir schicken unsere Darsteller ins Foyer, sodass man, wenn man das möchte, ständig mit dem Stück, mit der Inszenierung, mit dem Thema in Verbindung steht. Also ganz salopp gesagt und wenn es auch ein bisschen abgedroschen klingt, aber man ist mittendrin statt nur dabei sozusagen. Absolut und die Leute schätzen das wert. Also die kommen im Anschluss zu uns und sagen, ja. Oh, das ist so toll, sowas haben wir sonst im Theater sehr selten erlebt, wenn überhaupt. Ja. Januar gibt es wie gesagt zwei Termine hier in Pirmasens in der Festhalle. Vorverkauf läuft und ich sage es immer wieder gerne, ist auch eine nette Idee für die anstehenden Feiertage. In 8 Wochen ist Weihnachten und vielleicht freut sich der ein oder andere über Tickets unterm Baum zum kleinen Horrorladen, aus dem wir jetzt auch heute, und da freue ich mich sehr drauf, etwas sehen dürfen. Was passiert jetzt auf der Bühne, Jenny? Wir haben jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Horrorladen mitgebracht, die einfach so einen guten Eindruck vom Gesamtwerk vermitteln. Ja. Dazu haben wir heute Darsteller mitgebracht. Das ist einmal hier am Klavier der Joshua Fuchs, der auch Teil unserer Band ist. Dann haben wir, kommt ruhig hoch, den Dennis Klein, der unseren Seymour Crabbon spielt. Wir haben Christine Backes, unsere Audrey. Und wir haben Ruven Wildecker-Witz, unseren Zahnarzt. Einige haben vielleicht schon gesehen mit dieser Gasmaske, ist ja sehr auffällig unterwegs heute. Nein, danke. Und wir haben unseren Puppenspieler Joris Jung dabei, bitte auch einmal kurz auf die Bühne. Sehr schön. Bevor es gleich losgeht, ich würde gerne noch 2 Sätze verlieren zu den Darstellern. Es spielen ja, ich sag mal, Profis, Semi-Profis und Amateure zusammen. Und du hast gestern schon gesagt, das funktioniert hervorragend. Ne? Das funktioniert sehr gut. Die Semi-Profis und Profis und Amateure profitieren immer voneinander. Also was einige vielleicht dann an Anspannung zu viel haben, haben andere zu wenig und das gleicht sich dann eigentlich perfekt aus. Das heißt also, die Amateure improvisieren mit einer gewissen Leichtigkeit. Man kann gegenseitig auch sich so ein bisschen unterstützen, voneinander lernen vielleicht auch. Das funktioniert prima. Absolut, ja. Sehr schön. Dann sind wir jetzt sehr gespannt auf ein paar Ausschnitte aus dem kleinen Horrorladen und wir sprechen dann im Anschluss nochmal ein bisschen. Ja? So, viel Vergnügen. Sie dürfen gerne noch mal klatschen und ich gebe die Bühne frei. Mache einen großen Bogen um das Pflänzchen hier und dann kann es losgehen.